Grüne Woche 2013, herzlich willkommen hier auf dem Erlebnisbauernhof. Wenn Sie gestern Abend wieder Fernsehen geschaut haben, das gleiche Programm wie ich, vielleicht auch du, Joey Kemp, da haben Sie gesehen, ja los, anrufen, ich bin die Nummer 8, ruf die Nummer 8 an, ich will hier unbedingt noch lange bleiben. Es heißt also, man muss sich bewerben um ein wichtiges Amt, wie zum Beispiel des Dschungelkönigs. Wir haben jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Amt, um das sich drei junge Menschen aus Deutschland bewerben möchten. Genauer gesagt aus Westfalen, denn gesucht werden die starken Westfalen. Hier bei uns auf der Bühne ist Matthias Schulze-Steinmann, er ist stellvertretender Chefredakteur des Wochenblatts Westfalen-Lippe und Initiator der Geschichte. Hallo. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf beim Erlebnisbauernhof. Benjamin hat es ja gerade auch schon angesprochen, es gibt mittlerweile Castingshows für eine ganze Menge Dinge. Es gibt allerdings auch keine Castingshow für starke Westfalen. Kannst du uns nochmal den Unterschied erklären zwischen Nordrhein-Westfalen und Westfalen? Ihr sucht ja nicht den starken Nordrhein-Westfalen. Nee, in der Tat. Wobei ich wetten würde, dass der stärkste Westfale auch immer der stärkste Nordrhein-Westfale wäre. Es gibt eine gesunde Rivalität zwischen den Rheinländern und den Westfalen. Wenn Rheinländer hier sind, können sie gerne dazukommen und Einspruch erheben. Ansonsten verbindet uns dann doch eine innige Hassliebe und von daher sollen sie uns das jetzt mal gönnen in dem Moment. Was muss der starke Westfale können? Ein starker Westfale zeigt soziales Engagement. Er ist vielfältig engagiert für die gute Sache. Er gibt moderner Landwirtschaft ein Gesicht, stellt sich dem Diskurs mit dem Verbraucher, nimmt die Leute mit und da haben wir wirklich tolle Beispiele gefunden, er engagiert sich. Das sind drei junge Menschen, sie alle sind Landwirte aus Westfalen und die wollen wir jetzt auf die Bühne holen. Herzlich willkommen, Reike Ehlert, Francis Pentrup und Pascal Küter. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf der Grünwoche 2013. Schön zusammenrücken, genau. Ich weiß, ihr seid Konkurrenten, aber habt euch lieb. Jedenfalls bis ihr euch gleich dazu machen müsst, euch zu bewerben. Was die drei eigentlich machen, was es sie würdig gemacht hat, als Kandidaten für die starken Westfalen aufzutreten. Haben wir drei Filmchen vorbereitet. Ich bin ein starker Westfale, weil ich Landwirtschaft lebe und liebe und mit ihr in eine moderne Zukunft gehe. Ich bin ein starker Westfale, weil ich innovativ bin, ohne dabei meine Wurzeln zu vergessen. Ich bin ein starker Westfale, weil ich cooles Wissen gerne mit Menschen teile. Für die starken Westfalen und gesucht werden sie vom Wochenblatt Westfalen-Lippe, den stellvertretenden Chefredakteur, aber hier bei uns, Matthias Schulze-Steinmann. Was können Sie denn gewinnen? Was werden Sie am Ende davon haben, wenn Sie die starken Westfalen sind? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir vergeben Preise im Wert von 10.000 Euro. Der Erste bekommt 5.000 Euro und wird dann am 1. März auf den Agrarunternehmertagen in Münster geehrt. Bis dahin ist es aber noch ein langer und steiniger Weg und deshalb zählt jede Stimme. Stimmen Sie für einen der drei Kandidaten, Kandidatinnen ab und geben Sie ihr den nötigen Rückenwind, um starker Westfale zu werden. Abstimmen können Sie auf www.starke-westfalen.de, aber ich muss sagen, nach dem Film bin ich noch nicht ganz entschieden. Ich habe meinen Favoriten noch nicht. Also plaudern mal kurz mit denen und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Los geht's mit Francis Pentrup. Du hast Kühe, willst aber noch ein bisschen mehr anbieten, außer bloß die Milch und das Fleisch von den Kühen. Was ist euer Konzept auf dem Hof? Was macht dich zur starken Westfalen-Fan? Also wir haben halt ein Konzept entwickelt, wo wir Öffentlichkeitsarbeit darstellen, die betriebsnah ist. Und dieses Konzept lässt sich halt auch mit einem familiär geführten Betrieb vereinbaren. Und ja, unsere Idee war halt, das öffentlicher zu machen, damit vielleicht auch andere Landwirte dadurch angesprochen werden, sowas vielleicht auch bei sich selber ja, umzusetzen. Also, das passt ja ausgesprochen gut zur Stelle als Botschafterin von Westfalen und von der Landwirtschaft, dass du also die Leute schon zu dir auf den Hof holst. Wie bist du denn zur Landwirtschaft gekommen? Also, meine Eltern haben selber einen Milchviehbetrieb und genau, dann habe ich meinen Mann irgendwann kennengelernt und der bewirtschaftet mit seinen Eltern zusammen den Betrieb und ja, dazu bin ich dann gekommen. 5.000 Euro und ein Ehrenamt, das könnte dein Lohn sein und ich glaube eine ganz schöne Dreingabe zu deiner täglichen Arbeit. Was würdest du mit der Kohle machen? Also wir hatten uns überlegt, einen Teil des Gewinns in eine neue Kuhbürste für die Kühe zu investieren, dass die es noch besser haben. Klasse, Kuhbürsten gibt es natürlich auf der Greenwoche auch zu besichtigen. Hier kannst du dich schon mal vorinformieren. Den einzigen Herren im Team, den haben wir jetzt bei uns, Pascal Küte. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben gesehen, dass du in Schafen machst. Wie viele Schafe hast du denn eigentlich? Also wir haben knapp 360 Muttertiere
wobei sich das aufteilt. Wir machen einmal ja die Milchschafe, da haben wir 80, die wir im Moment melken. Und der Rest sind dann dementsprechend Fleischschafe, die in einem Naturschutzgebiet gehalten werden. Genau, Schafe sind Tiere mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Wir haben es gehört, Milch, dann auch die Wolle, die wird weiterhin auch verwendet und beispielsweise auch die Landschaftspflege. 300, 350 Tiere, das reicht schon für den Haupterwerb. Seit wann machst du vollständigen Schafen? Also wir haben den Betrieb 2009 aus dem Nebenerwerb in den Haupterwerb umgeführt. Also wir sind eigentlich den genau entgegengesetzten Weg gegangen. Der übliche Weg ist ja, dass die Haupterwerbsbetriebe schwinden und das Land im Nebenerwerb weitergeführt wird. Und ich bin praktisch genau den entgegengesetzten Weg gegangen. Und wir sind aber noch voll im Aufbau. Das heißt, wir sind dann bei der Zielgröße noch nicht angelangt. Und ja, wir streben so 100, 120 Milchschafe und ja, knapp 400 Schafe für den Naturschutz an. Da ist also noch ein bisschen Potenzial dabei. Finde ich toll, dass du auch so ein Zeichen setzt, zu sagen, ich mache voll in Landwirtschaft. Was macht dein Hof noch so besonders, dass du sagst, ich bin außerdem der starke Westfalen? Ja, wir sind eigentlich relativ breit aufgestellt und eigentlich in allen ausgerufenen Kategorien haben wir was zu bieten. Man konnte ja eben in dem Film kurz sehen, dass wir ja viel mit Behinderten zusammenarbeiten. Wir arbeiten relativ eng mit der AWO zusammen und bieten da immer wieder Praktikumsplätze an, weil wir der Meinung sind, dass sich Menschen mit Handicap besonders in der Landwirtschaft eignen, zu arbeiten und für die Menschen das auch ja einiges gibt, wenn sie sehen am Ende des Tages, dass sie was erreicht haben. Ja, das ist eigentlich, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und der andere wichtige Aspekt bei uns, wir setzen voll auf Regionalität. Wir bevorzugen also kurze Transportwege und generell alles wollen wir in der Region halten. Wir wollen also auch möglichst viele Produkte ja, um unseren Hof herum vermarkten, ohne die langen Transportwege ja, irgendwo in Kauf zu nehmen. Das sind starke Argumente. Auch Mareike hat hin und wieder genickt. Mareike kommt zu mir. Dennoch möchtest du es werden. Du möchtest auch starke Westfälin werden. Du sagst von dir selber, ich bin auch deswegen eine starke Westfälin, weil ich eine echte Westfälin bin. Was bedeutet es, Westfälin zu sein für dich? Ja, Westfalen ist halt das Gefühl, muss ich sagen. Also wenn man irgendwo herkommt und hat ein Gefühl dazu, dann ist man zu Hause. Und das habe ich in Westfalen einfach. Also es ist ein ganz besonderer Schlag Menschen. Das höre ich auch immer wieder, wobei ich das eigentlich selber, wenn ich da bin, nicht so empfinde. Aber wenn ich irgendwo anders bin, dann heißt es immer, ja, du bist schon besonders. Und das ist, heißt Westfalen. Westfalen sind einfach sehr bodenständige und heimatverbundene Leute. Und so würde ich mich auch beschreiben. Kurz, was prädestiniert dich darüber hinaus und vor allem deinen Betrieb darüber hinaus noch starker Westfalen und damit auch Botschafter für die Landwirtschaft zu sein? Wir haben einen sehr erfolgreichen Schweinebetrieb, wir haben sehr gute Werte, was unsere Leistung angeht. Wir haben das Konzept, dass wir auch gerne Besucher mit den Stall führen, dass wir ihnen zeigen, wie das funktioniert. Das ist gerade im Schweinebereich ganz, ganz wichtig, weil ja, das ist so der Teil Landwirtschaft, der oft in der Kritik steht. Und es ist uns wichtig zu zeigen, dass wir das mit viel Liebe und Leidenschaft machen und dass wir das sehr familiär machen. Und wir haben einen Webshop begründet, wo wir eben landwirtschaftliche Bedarfsartikel, aber auch Artikel für den Normalverbraucher vertreiben, was eben auch für die Landwirte ein ganz einfacher Weg ist, an Sachen zu kommen, was Zeit und Arbeit spart. Und ja, das Ehrenamt ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich bin auch in der Öffentlichkeitsarbeit ja, sehr, sehr stark vertreten. Ich gebe mir eine große Mühe, das Bild zu verbessern, dass es in der Landwirtschaft gibt. Und das soll auch so bleiben. Klasse, ich glaube, das habt ihr hier auf der Grünen Woche schon mal geschafft. Hast du natürlich auch eine Kuhbürste im Angebot? Verkaufst du die auch? Nee, was nicht ist, kann auch werden, da können wir drüber reden. Ich hätte hier nämlich vielleicht eine Abnehmerin. Also es geht um Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro für den ersten Platz, sind das 5.000 Euro. Für den zweiten Platz gibt es 3.000 und für den dritten gibt es, glaube ich, 1.000, oder? Da fehlt dann ja noch ein Tausender. 2.000. Ach, 2.000, richtig. Super. Richtig gerechnet, ganz herzlichen Dank an Matthias Schulze-Steimann, jetzt stellvertretender Chefredakteur vom landwirtschaftlichen Wochenblatt Westfalen-Lippe. Und er sucht sie, die starken Westfalen. Und drei Kandidaten haben wir hier. Fangen wir mal mit den Herren an. Das ist Pascal Küte, er macht den Schafe. Dann haben wir hier zu meiner Linken Mareike Ehland, ihres Zeichens Schweinelandwirtin. Und um Rinder geht's bei Francis Pedro. Ganz herzlichen Dank für eure Bewerbung hier bei uns auf dem Erlebnisbauernhof. Und jetzt dürfen Sie entscheiden. Sie können das Smartphone sofort rausholen, Sie können sofort Ihre Stimme abgeben. www.starke-westfalen.de. Bis Ende Februar haben Sie Zeit und Anfang März werden Sie gekürt, die starken Westfalen. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank.